Ja, hallo und herzlich willkommen heute bei uns auf dem Homeoffice und danke, dass Sie so zahlreich erschienen sind. Mein Name ist Nicole Herber, ich bin Global Marketing Manager hier bei PointCap und ich habe heute die Ehre, Ihnen unser Webinar zu der neuen 4.0-Version zu eröffnen. Wie Sie jetzt gerade hier schon im Video gesehen haben, haben wir nicht nur unsere Software verbessert, wir haben uns auch gebrandet, sprich, wir haben unsere Firma und unseren Produkten einen neuen Anstrich verliehen und wir haben uns auch neu strukturiert. In diesem Zuge, Sie haben es im Webinartitel schon gesehen, haben wir auch unsere Software in PointCap Origins oder kurz Origins umbenannt. Das hat den schlichten Grund, dass wir in Zukunft auch weitere Produkte und Dienstleistungen für Sie anbieten werden. Ich denke, die meisten von Ihnen werden auch schon PointCap Share, unseren kostenlosen Punktwolken-Viewer, kennen, also sowas in die Richtung. Und auf diese Weise können wir dann einfach besser zwischen unserer Firma und den einzelnen Produkten unterscheiden. Ja, was genau bedeutet das jetzt für Sie, vielleicht auch als Kunden? Das heißt, dass unsere neuen oder unsere zwei Softwarepakete PointCap Suite und PointCap 3D Pro von jetzt an einfach Origins und Origins Pro heißen. Wir fanden den Namen sehr passend, da Origins ja im Orthofotoansatz mit mathematischen Ursprüngen arbeitet und eben Origins auch unsere ursprüngliche erste Software ist. Das Update zu Origins werden wir Ihnen übrigens am 7. April, also in genau einer Woche, zur Verfügung stellen. Ja, und so ein Rebranding wäre natürlich auch nicht vollständig ohne eine neue Website, die diese Änderungen auch widerspiegelt. Hier haben wir für Sie den Inhalt und das Design neu strukturiert, damit Sie sich besser, schneller zurechtfinden und Sie auch schneller an alle wichtigen Informationen kommen. Zusätzlich haben wir auch einen Blog hinzugefügt, der wird in Kürze starten und da können Sie sich dann über die neuesten PointCap-Entwicklungen und User Stories auf dem Laufenden halten. Ja, und das ist auch schon so ziemlich alles, was es von meiner Seite aus zu sagen gibt. Wir freuen uns heute, Ihnen fast alle neuen Funktionen zeigen zu können. Für alle wird die Zeit leider nicht reichen, denn es sind sehr, sehr viele geworden, aber dazu später mehr. Ja, und dann möchte ich jetzt auch schon das Wort abgeben an Herrn Dr. Richard Steffen, unseren CEO und Mitbegründer von PointCap und Martin Graner, ein Senior-Entwickler und unseren Support-Teamlead. Diese zwei werden Sie jetzt auf den neuesten Stand bringen und damit Ende von mir und viel Spaß Ihnen. Ja, danke, Nicole. Sehr geehrte Damen und Herren, ich möchte Sie ganz herzlich zu diesem Webinar begrüßen und zuallererst ein bisschen was in eigener Sache sagen. Seit 2016 hat sich unser Team mehr als verdoppelt, was auch zu gewissen Wachstumsschmerzen in unserem Team führte. Ich denke, Sie kennen das alles aus eigener Erfahrung. Und 2020 war natürlich wegen Corona eine herausfordernde Zeit. Wir sind natürlich verantwortlich für die Gesundheit unserer Mitarbeiter und haben daher uns selbstständig ins Homeoffice begeben und damit auch neue Arbeitsabläufe etabliert, sowie unsere Geschäftsidee oder Geschäftsstrategie ein bisschen überarbeitet. Ja, dies hat natürlich auch zu zeitlichen Verzögerungen in unserem Zeitplan geführt, insbesondere im R&D-Bereich, weil wir nicht mehr so direkt miteinander kommunizieren konnten, außer online, was manchmal ein bisschen schwierig ist. Und wir arbeiten aber weiterhin natürlich an der Hauptsoftware und an weiteren interessanten Lösungen parallel, die wir auch dieses Jahr noch vorstellen werden. Wir denken, da kommt einiges noch auf uns zu. Ja, zur Software. Wir freuen uns mit diesem Webinar, das größte Update unserer Geschichte seit 2011 präsentieren zu können. Wir haben viele Änderungen im Kern vorgenommen. Wir haben die Zeit, also die Corona-Zeit, genutzt, im Kern Maintenance zu machen und die Software intern zu überarbeiten, um sie dafür dann bereit für die nächsten Jahre zu machen, für Weiterentwicklung. Und natürlich haben wir sehr viele Kundenwünsche berücksichtigt und die in das große Update hier einfließen lassen. Einige dieser Funktionen haben uns natürlich vor große Herausforderungen gestellt. Ein wesentlicher Kundenwunsch war auch die Registrierung zu überarbeiten. Und wir haben dort viele Funktionen integriert,
Eine wesentliche Funktion, die wir noch fertigstellen wollten, da fehlt uns leider ein kleiner Puzzleteil, der noch nicht stabil genug ist. Dies werden wir natürlich kurzfristig nachholen und ihn dann in kurzer Zeit zur Verfügung zu stellen. Aber dazu später mehr. Ja, wir zeigen Ihnen gleich einige der neuen wesentlichen Funktionen. Bitte haben Sie Verständnis, dass wir nicht alles zeigen können. Ja, damit möchte ich aber auch schon an den Herrn Graner übergeben, der die Eröffnung macht. Und ja, wir werden uns gegenseitig die Bälle ein bisschen zuspielen. Dankeschön. Vielen Dank, Richard. Dann gehen wir auch mal direkt sofort in die neuesten Änderungen rein. Wir würden gerne anfangen mit den wichtigsten Neuerungen, sodass Sie als Bestandskunde wissen, was überhaupt mit der 4.0 erstmal auf Sie zukommt, sodass Sie die wichtigsten Sachen direkt auch am Anfang sehen, was sich geändert hat, wie sich die Arbeitsabläufe am Anfang generell geändert haben. Und das Erste ist, dass wir die PointCap Origins 4.0 gleichzeitig installiert haben können zur PointCap-Version 3.9. Sprich, Sie kennen das ja sicherlich. Ich mache jetzt hier mal das PointCap 3.9 auf. Sie können beides gleichzeitig installiert haben. Sie sehen hier einmal PointCap 3.9 und PointCap Origins 4.0. Und die Installation ist eben gleichzeitig möglich. Das gleichzeitige Ausführen ist allerdings noch nicht möglich und wird auch nicht möglich sein. Es kann immer nur eins laufen, PointCap Origins 4.0 oder PointCap 3.9. Aber so viel dazu, starten wir direkt in PointCap Origins. Das Erste, was Sie hier sehen, ist die ersten Initialisierungseinstellungen. Sie sehen, es gibt einen hellen Hintergrund oder einen dunklen Hintergrund. Standard wird der dunkle Hintergrund sein. Sie können aber auch komplett auf den hellen Hintergrund umschalten. Und wir haben, wie Sie sehen, die Werkzeugleisten überarbeitet. Das ist jetzt standardmäßig die aufklappbare Werkzeugleiste. Sie können aber auch wie gewohnt alle Werkzeuge einblenden. Das ist überhaupt kein Problem. Ich werde jetzt mal hier mit den Standardeinstellungen weiterverfahren, sprich dunkler Hintergrund, aufklappbare Werkzeuge und werde das mal so übernehmen. Diese Abfrage kommt nur beim ersten Mal starten. Wie Sie vielleicht hier auch schon sehen, wir haben alles überarbeitet. Sie sehen jetzt hier eine Liste Ihrer letzten Projekte, die Sie aufgemacht haben, mit dem Titel, dem Sie dem Projekt gegeben haben. Wenn Sie keinen Titel dem Projekt geben, dann ist das hier einfach der Pfad, der angezeigt werden würde. Mit einem Vorschaubild des gesamten Projekts. Sie sehen jetzt hier zum Beispiel bei dem zweiten Projekt keine Ansicht verfügbar. Der Grund ist, wir haben keine Ansicht, weil das Projekt noch nicht registriert ist. Das heißt, Sie können sogar direkt sehen, das hier ist nicht registriert worden, das hier ist registriert worden auf den ersten Blick. Unten, wie gehabt, die Kontaktinformationen, wie Sie uns erreichen können. Und auf der rechten Seite haben wir jetzt einen Webview eingebaut, sprich Sie können hier direkt sehen, was es gerade an neuen Sachen gibt oder direkt auch zu den Tutorials gehen, indem Sie hier auf die Links klicken und haben das dann direkt vor sich geöffnet. Wie Sie vielleicht auch sehen, wir haben alle Buttons, alle Grafiken überarbeitet. Es sieht alles komplett neu aus. Es fühlt sich an, es sieht aus, wie sich eine Software im 21. Jahrhundert gehört. Und ich zeige Ihnen gerade das Verhalten auch hier direkt mal am ersten Projekt, dass wir jetzt hier zum Beispiel auf der linken Seite die Werkzeuge haben, die Sie als letztes benutzt haben. Und Sie können hier eben dann tatsächlich gruppiert auswählen, welches Werkzeug Sie benutzen möchten. Als Beispiel, ich nehme jetzt hier das Panorama-Werkzeug, ich klicke es an und kann dann hier dementsprechend das Panorama öffnen und Sie sehen, es ist jetzt hier ganz oben und ich kann das hier dementsprechend auch direkt dort auswählen, anstatt hier drüber zu gehen. Eine Sache, die jetzt mittlerweile mal wieder Zeit wurde, war das Updaten der Projektdateien, die wir benutzen. Das spielt immer in die Kompatibilität. Die haben wir für diese Version gebrochen, sprich PointCap Version 3.9 und PointCap Origins 4.0 sind nicht miteinander kompatibel.
Das heißt jetzt nicht, dass Sie jetzt, wenn Sie nur noch neue Projekte mit PointCape Origins 4.0 bearbeiten können, Sie können alte Projekte updaten. Das sieht folgendermaßen aus. Ich gehe auf Öffnen, ich mache das Projekt auf. Das ist ein Projekt, das mit 3.9 erstellt wurde, das noch nicht mit PointCape 4.0 erstellt wurde. Ich klicke auf Öffnen. Und dann kriegen Sie direkt auch die Frage, die Projektdatei muss aktualisiert werden. Man kann diese Datei in älteren Versionen von PointCape Origins nicht mehr öffnen. Sind Sie sicher? Das sagen wir, ja, wir sind uns sicher. Wir möchten das einmal updaten. Und Sie sehen direkt auch hier, ich habe hier einen Grundriss drin, der wurde noch nicht einen Schnitt drin, der wurde noch nicht berechnet, wurde mit rübergezogen. Ich habe einen Grundriss drin, der wurde schon berechnet. Ich kann ihn auch aufmachen und wie gewohnt damit weiterarbeiten. Aber dieses Projekt lässt sich jetzt nicht mehr in PointCape 3.9 öffnen. Wir können das einmal, ich demonstriere das einmal. Ich mache das mit PointCape 3.9. Ich öffne die alte Version. Ich gehe auf Öffnen und sage hier Demohaus 3.9. Das ist das Projekt, was ich gerade geupdatet habe. Und Sie sehen, das Projekt ist leer oder kann nicht gelesen werden. Doch, wir müssen natürlich nicht verzagen, wenn wir ein Projekt geupdatet haben, also kein neu erstelltes, sondern ein geupdatetes Projekt, dann können wir das Ganze auch wieder rückgängig machen. Sie sehen hier eine ZIP-Datei, die enthält alle Backup-Dateien von Ihrem 3.9-Projekt. Das wird einfach erstellt, sobald Sie updaten, mit dem Datum und allen wichtigen Informationen. Ich gehe hier einmal rein in die ZIP-Datei und entpacke die einmal, überschreibe alle Dateien und sage hier bitte alle ersetzen. Und jetzt kann ich das Projekt wieder in der 3.9 aufmachen. Und Sie sehen, ich kann es wieder herstellen, ich kann wieder damit in der 3.9 weiterarbeiten, sollten Sie geupdatet haben und das war ein Fehler von Ihrer Seite. So viel erstmal zu den wichtigsten Neuerungen auf der Seite und damit würde ich an dich übergeben, Richard. Ja, danke schön. Ich glaube, die neue Oberfläche sieht wirklich gut aus und ist wirklich im 21. Jahrhundert angekommen. Insbesondere jetzt diese aufgeräumte Oberfläche wird Ihnen helfen, gerade als Einsteiger, die ganzen vielen Buttons nicht gleich sich merken zu müssen. Und die Schnellstartleiste oder die Schnellzugriffsleiste können Sie natürlich auch konfigurieren, wie viele Funktionen dort dargestellt werden. Gut, ich möchte auf ein anderes Feature kommen, was von verschiedenen Seiten uns angetragen wurde. Ich hoffe, ich habe die Maus. Ja. Das Feature heißt Projektverschlüsselung. Sie haben sicher das Problem manchmal, dass Sie ein Projekt erstellen und dieses Projekt dann übers Internet versenden wollen, auf einen FTP-Server packen wollen. Oder Sie haben spezielle Projekte, die in Ihrem Haus geschützt werden müssen, wo nur ein paar Mitarbeiter Zugriff drauf haben. Ja, diese Scan-Daten sind einfach geheim. Und wir haben eine Verschlüsselung eingebaut. Ich werde das einmal demonstrieren. Wir gehen auf ein neues Projekt erstellen und sagen, okay, wir wählen hier dieses Drohnenprojekt aus und dann gehe ich auf erweiterte Optionen. Und da sehen Sie hier, dass Sie Scan-Dateien-Verschlüsselung haben und dann geben wir mal ein Passwort ein. Ich mache jetzt mal ein ganz einfaches Passwort. Sie müssen mindestens 4 Buchstaben eingeben und natürlich das Projekt oder das wiederholen. Ups, jetzt habe ich mich vertippt. Da sieht man es gleich, wenn man es falsch macht. Und wenn Sie beides eingegeben haben, ist es auf grün und dann sagen Sie speichern unter. Und dann speichern wir mal dieses Drohnen-Sample-File ab. So, jetzt importiert er das Projekt und die Scan-Daten, die wir importieren, werden weiterhin im LSD-Format gespeichert, aber gleichzeitig verschlüsselt. Und diese Verschlüsselung ist eine symmetrische Verschlüsselung, die ist so, wie sie implementiert ist, eigentlich nicht knackbar. So, wenn dann das Projekt importiert wurde und das Projekt dann automatisch geöffnet werden soll, dann fragt PointCape, dieses Projekt ist verschlüsselt. Bitte geben Sie das Passwort ein. Und ich gebe jetzt hier mal das Passwort ein. Und Sie sehen natürlich, wenn Sie mehrere Projekte mit Passwort haben, dann merken wir uns die Passworte in der Session
ohne, also dass sie, wenn sie die verschiedenen Projekte wechseln, dass sie dort kein Problem haben, dass sie immer wieder das Passwort eingeben müssen. So, jetzt drücke ich einmal OK und wir berechnen automatisch die Standardansichten. Und das ist ein Mobile Mapping Datensatz und wir öffnen hier einfach erstmal die Standard Top, Standard Front und Standard Left Ansicht. So, das war das erste kleine Feature, was ich habe. Das zweite Feature, danke Martin, ist, dass wenn wir Projekte auf einem Netzwerklaufwerk haben, dann können natürlich mehrere Instanzen auf dieses Projekt zugreifen. Also der Mitarbeiter A greift darauf zu, der Mitarbeiter B greift darauf zu. Dadurch natürlich, dass wir da Dateien ändern, kann das zu Konflikten führen und zur Zerstörung des Projektes. Was wir deshalb eingeführt haben, ist eine sogenannte Logdatei. Also die wird dann daneben her gespeichert. Und da drin steht, wer das eigentlich gelockt hat, von welchem Rechner. Und wenn Sie das Projekt wieder schließen, wird diese Logdatei auch wieder gelöscht. Das Interessante ist, wenn ich jetzt von einem zweiten Rechner das Projekt öffnen möchte, und jetzt haben wir das natürlich nur auf dem lokalen, aber wir könnten das jetzt nochmal durch einen Doppelklick versuchen zu öffnen. Oder ein anderes Projekt. Ich meine, dasselbe Verhalten ist praktisch, wenn man ein anderes Projekt jetzt öffnen wollen würde auf dem Rechner. Aber in dem Bezug ist natürlich, der Zugriff ist über das Netzwerklaufwerk auf das gleiche Projekt, dann kommt die gleiche Abfrage, beziehungsweise eine ähnliche Aussage und Sie können das Projekt dann mit PointCap Share öffnen. Stattdessen. Also das heißt, der zweite Mitarbeiter, der auf das PointCap-Projekt zugreifen will, der öffnet es dann mit PointCap Share, dass er zumindest reingucken kann und Messungen vornehmen kann. Ja, und Sie sehen dann hier in PointCap Share, dass man auch farblich weiß, okay, das ist PointCap Share und das ist nicht PointCap. Ja, mit den limitierten Funktionen natürlich. Und wenn der andere Kollege das Projekt wieder schließt, dann kann ich natürlich dann das wieder öffnen. Mit Origins. Mit Origins. Genau. So. Eine Sache, die wir noch hier ansprechen wollten, generell war die Messbarkeit in den Bubble-Panoramen, dass wir natürlich das jetzt noch hinzugefügt haben, dass sie jetzt die Möglichkeit hätten, in den Bubble-Panoramen direkt zu messen, zum Beispiel Strecken oder einzelne 3D-Punkte zu setzen. Das wollten wir hier an der Stelle auch noch erwähnen, nachdem wir das PointCap Share Projekt schon offen haben. Aber Danke, Martin. Das ist da habe ich natürlich. dich wohl aus dem Durcheinander gebracht. Entschuldigung. Ich hätte es auch gezeigt. Ach so, ja, es ist ja kein Bubble-Panorama-Projekt, auch natürlich. Ich hätte das dann auch in PointCap Origins steht natürlich diese Funktion Ihnen auch zur Verfügung. Ja. Gut. Das nächste, und das ist einer der Gründe, warum wir auch unser PointCap-Format eigentlich anpassen mussten, sind die sogenannten Sheets. Oder also im Englischen Sheets oder Folienblätter, die wir eingeführt haben. Ich demonstriere das mal ein bisschen. Also wir machen zum Beispiel einen Grundriss und jetzt machen wir mal hier einen in der Frontansicht. Und ziehe das mal ein bisschen größer. Na, die Maus leckt ein bisschen, wenn ich das mit Bildschirmübertragung mache. Okay. Und wir haben natürlich die verschiedenen Einstellungen in der Prozessierung. Und Sie sehen jetzt hier auch schon die Hauptänderungen. Wenn Sie einen und denselben Grundriss machen wollten mit verschiedenen Einstellungen, also einmal mit der Punktdichte, so wie es jetzt im Standard dargestellt ist, oder der Reflektivität oder Farbe, dann mussten Sie immer dieses Projekt oder das Layout duplizieren und haben dann eins in Farbe gehabt, eins mit Reflektivität oder auch zum Beispiel mit dem Delta-Tool. Und das haben wir komplett aufgelöst durch diese Folienblätter oder die sogenannten Sheets. Sie können jetzt diesen Grundriss definieren und standardmäßig machen wir natürlich die sogenannten Grundrisse als X-Ray oder so als Röntgenblick. Und Sie können dann zum Beispiel sagen, ich benutze Farbe zusätzlich. Und dann legt er ein zweites Blatt an, wo er nur die Farbe hinzufügt. Das können wir natürlich mit der Reflektivität auch machen. In diesem Fall ist die Reflektivität nicht vorhanden, weil das von
von einer Kamera aufgenommen wurde. Es gibt aber hier noch ein weiteres Feature, das ist die sogenannte Schattierung, im Englischen Shading. Sie kennen das vielleicht ein bisschen aus der Kartografie, wenn Sie eine Karte haben, wo Sie ein Höhenmodell haben und ja, man möchte das Relief sehen. Ja, das nennt sich Shading. Und dieses Shading haben wir in dieser ersten Version hier oder in dieser Version von PointCap etabliert. Das war ein wesentlicher Kundenwunsch. Und des Weiteren haben wir die Funktion Delta komplett integriert. Also die Delta-Funktion ist jetzt in dem Grundriss und Schnitt standardmäßig enthalten. Und ich kann hier sagen, bitte das Delta als weiteres Blatt aktivieren. Ich kann natürlich dann hier die Einstellung mit der Farbskala machen und so weiter. Und weiterhin kann ich sagen, okay, ich will, wenn ich die ganzen Ergebnisse habe, ich will daraus noch ein PDF machen. Ja, das kann ich dann auch aktivieren. Gut. Ja, dann rechne ich das mal. Wir haben jetzt gesagt, okay, wir haben Schattierung und Farbe. Reflektivität Lass die macht. Reflektivität mal bei 50%. Na gut, okay, dann kann man das ein bisschen sehen. Und dann rechnen wir das mal. Der große Vorteil ist natürlich jetzt, die Scan-Daten müssen nur einmal gelesen werden und vorher hatten Sie halt 5 oder 6 Kopien. Und wenn Sie gerade größere Projekte haben, hat das vorher natürlich die fünffache Zeit gedauert. Jetzt werden die Daten nur einmal importiert und gleichzeitig auf die verschiedenen Sheets geupdatet. Das funktioniert natürlich auch parallel. Dadurch haben Sie eine unglaubliche Zeitersparnis. Wenn ich das Projekt jetzt mal öffne. So, wenn ich das Projekt einmal öffne, dann sehen Sie hier das Projekt. Ich habe natürlich ein bisschen die Höhe nicht richtig angepasst. Und ja, wie kann ich jetzt zwischen diesen einzelnen Blättern hin und her schalten? Ich gehe hier oben auf diesen kleinen Button und da sehe ich hier, habe ich den Standardgrundriss. Und jetzt sehen Sie, was hier alles aktiviert ist. Die Reflektivität, die Farbe, Schattierung, die Abweichung, also das Delta. Indiziert, das macht normalerweise Sinn, wenn man terrestrische Daten von einem terrestrischen Scanner hat. So, und dann gehe ich immer auf Reflektivität. Dann sehen Sie, das sind die ja, Grauwerte, eigentlich der Farbe in diesem Fall. Ja. Bei einem terrestrischen Scanner ist das tatsächlich der Reflexionswert. Ich kann dann weiter hier umschalten zwischen der Farbe. Ja. Und dann kommen wir zum dritten. Das ist die sogenannte Schattierung. Und hier zoomen wir mal ein bisschen ran. Ja. Wie sieht die Schattierung oder wie wird die eigentlich berechnet? Ja, Sie haben das Hüldenmodell. Normalerweise kommt das Licht von links oben und dann sehen Sie quasi die Schattierung des Hüldenmodells als Karte. Warum ist das so interessant? Gerade im archäologischen Bereich haben Sie nur sehr geringe Höhenunterschiede. Und diese Höhenunterschiede erkennen Sie nicht wirklich gut. Aber wenn Sie die Schattierung benutzen, dann wird das quasi verstärkt durch diesen speziellen Lichteinfall und diese Art der Darstellung. Das sehen Sie zum Beispiel, wenn ich jetzt mal ein bisschen scrolle. Hier sehen Sie zum Beispiel einen Acker und hier sind so ganz kleine Höhendifferenzen. Und Sie sehen, dass es sehr kristallig ist. Und da können Sie dann diese Strukturen erkennen. Ja, also für Archäologen ist das eine interessante Darstellungsform. Gut, natürlich können wir dann auch das Delta uns angucken. Und wir können natürlich genauso in allen diesen Ansichten dann ja, die Höhenpunkte messen. Ja, ob das jetzt in dieser Ansicht ist oder in der anderen, nehmen wir mal die Reflektivitätsansicht, spielt gar keine Rolle. Ja, dann haben wir noch zum Schluss natürlich, wir haben auch ein PDF generiert. Hier haben wir unser PDF, was wir noch öffnen können. Da sind dann die Informationen alle enthalten, auch mit den Abweichungen vom Höhenmodell, wie Sie es vom Delta-Tool eigentlich gewohnt sind. Und wie Sie auch sehen, sind tatsächlich hier alle DWGs geschrieben worden, sprich Farbe, Delta, Layout bezieht sich dann natürlich auf dieses Röntgenbild, Reflektivität und eben die Schattierung. Das heißt, Sie können dann dementsprechend die DWG direkt öffnen, die Sie tatsächlich auch in Ihrem CAD-Programm haben möchten. Wenn Sie dann nochmal in den Results-Ordner gucken, dann sehen Sie natürlich die ganzen Bilddateien, die einzelnen Kacheldateien von den verschiedenen ja, Blättern. Ja, die haben dann auch alle einen Namen,
ein Präfix vor, C wie Color, D wie Delta. Und also wenn Sie das unterscheiden wollen. Ja, und natürlich sind dann hier auch die DXF-Dateien drin, wenn Sie die DXF-Dateien mitgeneriert haben. Gut, ja. Ich hoffe, das war interessant für Sie, dieser Teil zu den ja, Blättern, Sheets. Wir hoffen, dass das Ihre Arbeit massiv beschleunigen wird und auch die Berechnungszeit deutlich reduzieren wird, wenn Sie gerade mit verschiedenen ja, Farbinformationen arbeiten wollen. Okay, dann würde ich jetzt weiter wiedergeben an den Herrn Graner. Martin. Danke, Richard. Dann kommen wir zum nächsten großen Punkt, was wir verändert haben, was wahrscheinlich das Arbeiten mit PointCap, was definitiv das Arbeiten mit PointCap sehr erleichtern wird, und zwar unseren Shortcut-Manager oder ich weiß nicht, wie man es auf Deutsch übersetzen kann. Sie können Ihre Tastenkürzel nun selbst bestimmen. Das würden wir Ihnen einfach einmal demonstrieren. Ja, diesen Punkt können wir löschen. Und zwar gehen Sie dazu ganz einfach in die Einstellungen und finden ganz rechts den Reiter Tastenkürzel. Und dort können Sie einfach Ihre Tastenkürzel bestimmen. Als Beispiel nehmen wir mal hier diesen Action Cloud Export. Sie sehen auch das Logo dabei, sprich, das ist der Punktwolken-Export. Der hat noch kein Tastenkürzel zugewiesen. Und Sie sehen zum Beispiel den erweiterten Importer, den ich mit F6 aufmachen kann. Wenn ich einmal F6 drücke, sehen Sie, er geht auf. Ich kann ihn wieder zumachen. So. Was wir jetzt einfach einmal machen ist, ich möchte hier gerne den Punktwolken-Export als F6 haben. Deswegen klicke ich hier auf Aufnehmen, drücke meine F6-Taste. Sie sehen Tastenkürzel F6. Und danach sage ich, stoppe die Aufnahme. Und dann, oh nein, das Tastenkürzel wird von Action Advanced Importer verwendet. Das heißt, der ist es leider schon vergeben. Was machen wir? Wir gehen zu dem erweiterten Importer-Tastenkürzel. Wir wählen das aus. Wir klicken das X. Das Tastenkürzel ist jetzt unbelegt. Und wir können dann im erweiterten Importer einfach nochmal auf Aufnehmen klicken. Wir können F6 sagen, stoppen. Und es ist F6 nun ausgewählt. Ich klicke OK. Sie sehen, meine Maus ist hier. Ich klicke auf meine Tastatur auf F6 und der Punktwolken-Export ist ausgewählt. Ich nehme nochmal das Select-Tool. Ich klicke nochmal F6, Punktwolken-Export. Ich kann direkt einen Punktwolken-Export generieren. Können Sie alle Tastenkürzel umbelegen? Nein. Sie können nur die umbelegen, die nicht grau hinterlegt sind, sprich, die Grauen sind fest vorgegeben. Alle anderen können Sie umbelegen, wie Sie möchten. Es ist relativ einfach zu sehen, welche tatsächlich auch Werkzeuge sind, weil die eben hier vorne dann auch das Zeichen haben, welches Werkzeug das ist. Und daher sind die auch gut erkennbar, welche man da theoretisch umbelegen möchte. Richard, hast du noch Anmerkungen zu unserem Shortcut Manager? Nein, hervorragend. Dann, was haben wir denn als nächstes in unserer großen Feature-Liste? Der Vectorizer. Was haben wir beim Vectorizer gemacht? Dafür müssen wir einmal ein anderes Projekt öffnen, und zwar das hier. Da haben wir schon ein bisschen was vorbereitet. Dann zeige ich es hier oben einfach auf der Standardansicht. Dort wird das ein bisschen länger prozessieren, aber ich meine, das kennen Sie natürlich. Da hat es nie so gut funktioniert, aber es geht darum, dass es eben hier deutlich effizienter gefunden werden wird. Das ist die Verbesserung, die wir dort reingebracht haben. Das heißt, ich lasse das jetzt einmal durchlaufen mit den Linien. Und hier sehen Sie, wir haben eben keine klaren Schnittkanten tatsächlich zwischen den verschiedenen Wänden und so weiter, durch das Dach und den Fußboden natürlich. Aber das ist jetzt deutlich besser. Ich wollte es eigentlich in einer Section zeigen, in einem Schnitt, weil man dort eben die Fenster sehr gut erkennt. Aber Sie sehen, dass hier deutlich mehr Linien gefunden werden, als das normalerweise der Fall wäre. Natürlich wird das Ganze in klaren Schnittlinien, Schnittkanten wie hier besser funktionieren. Aber wenn Sie mal nicht den Fall haben, sondern tatsächlich nur einen Schnitt haben, dann wird der Auto-Vectorizer dort jetzt auch besser funktionieren und besser Linien finden. Das nächste, was wir zeigen möchten zum Vectorizer, was wir dort hinzugefügt haben, ist bei Grundrissen.
Sie sehen, ich habe hier schon mal den Vectorizer vorbereitet. Ich habe den schon mal auch sauber gemacht. Sie sehen, alle Vectorizer-Polylinien sind geschlossen. Das sehen Sie hier an den viereckigen Schlusspunkten. Die sind normalerweise rund, wenn es nicht geschlossen ist. Und was wir hier machen können, ist, wir können einfach einzelne Linien auswählen und diese in eine Distanz konvertieren. Und wenn Sie das einfach mit zum Beispiel den Außenseiten machen, ich mache das jetzt mal mit diesen drei und blende mal dann die Vektorreiserlinien aus. Dann können wir jetzt hier diese Distanz nehmen, vielleicht ein bisschen nach außen ziehen und vielleicht auch mit einem Start und Ende versehen, sodass man das schön erkennt, wo die lang gehen. Das machen wir noch hier mit dem hier. Und somit können Sie relativ einfach und schnell erstmal zeigen, wie denn die Distanzen in dem Gebäude sind. Das heißt, Sie müssen nicht mehr in Ihr CAD-System gehen, sondern Sie können direkt in PointCap aus dem Vectorizer sich die Distanzen abgreifen oder die Distanzen holen, um tatsächlich auch einen fertigen Grundriss zu zeigen. Wenn Sie zum Beispiel eine Wohnung vermieten wollen, dann ist es natürlich hilfreich, wenn Sie einfach hier kurzhand das zeigen können. Was können wir dort noch machen mit dem Vectorizer? Sie sehen hier diesen Button im Vectorizer, Export Vektorisierung, konvertiere in Flächen. Wenn ich auf diesen Knopf drücke, werden alle geschlossenen Polygone direkt in das Flächenwerkzeug umgewandelt. Ich klicke einmal drauf, zack, und da sind auch schon die Flächen. Natürlich wollen wir die Fläche von dem Gesamthaus nicht haben, deswegen lösche ich die. Und dann blenden wir direkt nochmal hier die Vektorisierung aus, diesmal auch die Punkte. Und Sie sehen, wir haben direkt alle Flächen extrahiert und mit dieser Information von den Längen, wir können das natürlich sogar drauf lassen auf der Außenwand direkt, wenn wir die nicht mitbenutzen für die Fläche, hätten wir jetzt schon einen fertigen Plan. Wenn wir möchten, können wir natürlich die Farbe noch anpassen von diesen Flächen. Und dann könnten wir das Ganze zum Beispiel als Screenshot speichern. Ich meine, Sie kennen sicherlich die Tastenkombination F11 für Vollbild und dann F12, um einmal die Bilddatei zu speichern. Oder aber wir benutzen den altbekannten Web-Export und erstellen uns daraus einfach eine PDF. Dafür schalte ich einmal die HTML-Datei aus und lasse das einmal durchprozessieren. Und dann haben wir hier auch eine fertige PDF, wo Sie dann diese ganzen Zeichnungen dort drin haben. Und wenn ich ein bisschen ranscrolle, dann sehen Sie auch direkt hier die Größen. Und Sie könnten direkt anzeigen, okay, das hier sind die Raumgrößen mit diesen und jenen Längen. Cooles Feature, Martin. Danke, Richard. Und das Letzte, was natürlich beim Vectorizer noch dazugekommen ist, ich blende ihn wieder ein, ist, wenn Sie Ihr Projekt ausrichten wollen. Normalerweise ist es ja nicht so schön ausgerichtet wie hier, sondern es ist ja schräg. Es ist immer schräg. Und dann möchten Sie zeichnen und es ist immer schwierig, deswegen richtet man es normal aus. Sie kennen alle in 3D das Transformationsausrichtungswerkzeug. Und früher mussten Sie einfach den Punkt hier hinsetzen und dann mussten Sie natürlich hier schauen, dass Sie das Ganze schön hinzoomen und dann ganz nah hinzoomen und es möglichst passgenau da ausrichten. Aber die Zeiten sind vorbei. Sobald Sie einfach den Auto-Vectorizer einmal haben drüber laufen lassen, über diese, zum Beispiel über einen Layout, haben das Align hier reingesetzt, sehen Sie hier den nächsten Button, Hauptvektorrichtung. Ich klicke einmal drauf und sofort wird das Align-Tool so ausgerichtet, wie die Hauptachsenrichtungen der Vektorlinien sind. Das wird dann komplett ausgeglichen über die Vektorlinien, sprich, das ist direkt sehr schön ausgerichtet. Und dann könnte ich natürlich noch die Höhe zum Beispiel hier in der Frontansicht anpassen und dann die Ausrichtung direkt starten. Und damit haben Sie mit drei oder vier Klicks direkt die Ausrichtung gemacht, ohne da die Ausrichtung genau hinzoomen zu müssen. Das nächste große Feature ist, dass wir, vielleicht soll ich das auch nochmal visuell zeigen, die Zeichenebenen oder im Englischen die Layer, die wir hinzugefügt haben. Wir haben in PointCap Origins eine komplette Layer-Verwaltung integriert und das Schöne ist, dass die
zum einen natürlich exportiert werden können in das CAD. Das heißt, hier sehen Sie Layout 0. Das ist auf der Ebene Point Gap Section. Ich könnte jetzt zum Beispiel hier diese Linie nehmen und die sehen Sie, liegt auf der Point Gap Vectorizer Group. Ich sage jetzt hier mal, das ist die Außenwand. Und das kann ich natürlich jetzt hier mit den anderen auch machen. Ich muss es nicht mehr eintippen. Das ist jetzt hier eingefügt. Ich kann es auswählen und kann dementsprechend eben die Layer verändern. Und das Schöne ist, dass, wie gesagt, zum einen, wenn ich das jetzt exportiere, dann werden diese Sachen auf zwei verschiedenen Layern liegen, nämlich auf dem Layer Point Gap Vectorizer Group und auf dem Layer Außenwand. Aber es ist eben nicht nur in der DWG-DXF-Datei drin, sondern Sie können das auch in Point Gap direkt benutzen. Sie haben es vielleicht gerade schon gesehen. Ich habe hier drüben die Elemente ausgeblendet. Sie können natürlich auch komplette Layer ausblenden. Dann sehen Sie hier den Layer Außenwand. Wenn ich den ausschalte, sehen Sie, ah, das ist jetzt verschwunden, das, was auf Außenwand war. Wenn ich es wieder einblende und zum Beispiel Point Cap, Auto Vectorizer, Vectorizer Group ausblende, dann sind dementsprechend die anderen Sachen verschwunden. Und das ist eben nicht nur bezogen auf den Vectorizer. Das können Sie machen mit allen anderen Werkzeugen, wie zum Beispiel dem Punktwolkenexport, dass der auf einem Layer liegt und den können Sie verändern. Sie können das mit den 3D-Punkten machen, dass Sie die 3D-Punkte auf den Layer legen. Es ist in jedem Werkzeug enthalten und in jeder DWG-Datei, die wir schreiben, ist der Layer dann natürlich auch verankert, so wie er in Point Cap direkt ausgewählt ist. Cool. Noch ein kurzer Zusatz. In den Einstellungen können Sie dann auch für die Elemente und die Layer eine eigene Farbe setzen, sodass Sie dann hier in Point Cap zum Beispiel für die Außenwände orange haben und alles, was auf der Vectorizer Group liegt, jetzt in lila. Dann zeigen wir das auch noch kurz. Ich nehme die Außenwand. Sie sehen hier, ich wähle die aus. Ich kann natürlich auch auswählen, welche Layer ich hier drin haben möchte generell. Aber sagen wir, ich mache die grün. Ich klicke auf OK. Ich klicke auf OK. Sie sehen, die sind jetzt grün. Und das bezieht sich jetzt auch auf den 3D-Punkt. Wenn ich einen 3D-Punkt klicke, dann sind die natürlich pink. Wenn ich den Layer hier ändere auf Außenwand, dann bleibt er auch auf Außenwand. Und alle Punkte, die ich jetzt klicke, sind grün. Coole Sache. So, das nächste Feature, was unsere Kunden freuen wird, die im 2D-CAD arbeiten, ist die Option Projektivplanar. Was ist Projektivplanar? Wenn ich hier mal diese Section hier aufmache, dann sehen Sie unter der CAD-Option das altbekannte 3D-Planar und Planar-Ursprung. Und dazu kommt jetzt eben noch Projektivplanar. Was heißt Projektivplanar? Bei Planar ist es ja so, dass wir einfach das Bild nehmen. Sie sehen, das ist jetzt ja die Seitenansicht, sprich wir haben normalerweise eine XY-Achse und eben eine Z-Achse, die Höhe des Hauses. Und das wurde einfach einmal umgeklappt nach vorne, sodass eben die Z-Achse die Y-Achse ist und die XY-Achse, die wir in Point Cap hatten, wird irgendwie ausgerichtet. Mit dem Projektiv Planar beachten wir aber noch die Ausrichtung der XY-Achse. Als Beispiel jetzt, ich setze hier noch einen zweiten Schnitt und würde den auch als Projektiv Planar exportieren, diesen und diesen. Und dann sind die, wenn ich die in das gleiche Projekt importiere, immer ein CAD-System, dann sind diese Wände hier tatsächlich auch hintereinander zu 100%, wenn der Winkel natürlich identisch ist. Ich meine, hier habe ich jetzt minus 0,1 und hier habe ich natürlich jetzt minus 0, irgendwas. Aber selbst dort bei dieser kleinen Winkeländerung wird diese Richtung noch identisch sein, weil wir das Ganze abhängig von der Nullrichtung ausrichten. Sprich, wenn das Projekt auch georeferenziert ist, dann ist Ihr Schnitt komplett XY-Lage richtig. Und die Höhe natürlich auch, die Z-Achse natürlich auch. Hast du noch was zum Projektivplanar, Richard? Nein, danke. Recht. Perfekt, dann, Sie kennen es vielleicht schon, hier, wir löschen das hier mal. In Point Cap 3.9 kennen Sie es vielleicht mit dem Erstelle Linien, dass wenn Sie die Alt-Taste gedrückt lassen, dass Sie dann das benutzen können, um Snapping zu haben. Das haben wir in Point Cap 4.0 tatsächlich für
alle Werkzeuge hinzugefügt, sodass das eben nicht nur die Vectorizer betrifft, sondern als Beispiel, ich nehme mal hier 3D-Punkte, Sie sehen, ich lasse die Alt-Taste gedrückt, Sie sehen hier das rote Fadenkreuz und dementsprechend wird dann der Punkt eben auf der Linie gesetzt. Oder als anderes Beispiel, ich nehme hier mal den polygonalen Schnitt. Da sehen Sie auch, dass das Ganze eben tatsächlich direkt dort, wo es natürlich dicht genug ist, direkt an die Stelle springt, wo das rote Fadenkreuz angezeigt wird. Und damit können Sie definitiv erstens schneller arbeiten, wenn Sie die Alt-Taste gedrückt lassen und zum anderen um einiges genauer. Richard, du hast da relativ viel Erfahrung gemacht mit Messen, dass da die Anfrage kam, oder? Ja, also das Problem war immer, dass die Leute einen Schnitt legen wollten entlang einer Hauswand, ja, und sie natürlich dann immer tief ranzoomen mussten und zu sagen, okay, von hier bis hier, und das war natürlich dann ja unsicher. Ja, und jetzt funktioniert das natürlich, also der Martin zeigt das gerade einmal, ja, wie man das dann legt, und das ist natürlich dann händisch gewesen. Aber wenn man jetzt das Snapping-Tool verwendet, dann rechnen wir lokal dort, wo die Maus ist, an der Kante, rechnen wir eine Ausgleichung, das heißt, wir präzisieren diesen Punkt wirklich auf Subpixelmillimeter oder Subpixelgenauigkeit, sodass Ihr Schnitt eigentlich super sicher genau an der richtigen Stelle ist. Ja, wenn Sie dann natürlich sagen, ich will den noch erweitern, dann haben Sie jetzt den Schnitt über das gesamte Gebäude und damit sind Sie dann auch sicher, dass Sie 100% achsparallel sind. Also viele Kunden sind zu uns gekommen, ja, wir sind nicht sicher, ob der Schnitt jetzt wirklich genau entlang der Wand ist. Welchen Einfluss hatten das? Und diese Fragestellung erübrigt sich jetzt dadurch, dass wir dieses Snapping-Tool zu diesen markanten Linien machen. Der Algorithmus dahinter ist äquivalent eigentlich zu dem Linienfinder. Also er sucht genau diesen Mittelpunkt dieser Linie. Super, danke. Perfekt. Das war das Snapping, die Einrastfunktion. Der nächste Punkt, das sind die geschlossenen Flächenelemente. Man kann die Punkte editieren. Wir haben, wie Sie schon sehen, ziemlich viel für die Benutzbarkeit gemacht. Und das nächste große Ding bei der Benutzbarkeit ist die flächenhaften Werkzeuge, also Area, Punktwolkenexport, der Mesher, das Volumen. Sie kennen es, man generiert sich zum Beispiel sein Area. Ich mache das jetzt mal Pi mal Daumen mit dem Snapping-Tool, einfach entlang dieser Wände und sage hier von mir aus das. Ich mache das jetzt erstmal in das begrenzende Rechteck, so, und dann habe ich natürlich nur noch 4 Punkte wegen dem begrenzenden Rechteck. Dabei sehen Sie auch direkt, wir haben jetzt sogar die Längen hier sichtbar. Um das Ihnen einmal zu zeigen, die werden auch ausgeblendet, wenn die zu klein werden. So. Und auch nur, wenn Sie es selektiert haben. Ansonsten werden die natürlich nicht angezeigt. Aber stellen Sie sich vor, Sie haben Ihren Punktwolkenexport definiert an einer bestimmten Stelle und haben dann gemerkt, oh nein, ich müsste das noch verschieben, weil ich will hier noch was Bestimmtes drin haben. Aber es funktioniert einfach nicht. Das Tool ist schon abgeschlossen. Natürlich kann man die einzelnen Punkte bewegen, aber wenn Sie zu wenig Punkte haben, können Sie die schlecht einfügen. Wenn wir jetzt aber mit der Maus hier langsam auf die Linie uns zubewegen, dann sehen Sie, dass der Cursor sich hier ändert, dass es jetzt so aussieht. Und wenn ich jetzt einfach mit der linken Maustaste klicke, wird dort ein neuer Punkt eingefügt. Das heißt, ich kann jetzt hier überall neue Punkte einfügen und kann diese dann natürlich dort auch hinbewegen, wo ich einfach dann das begrenzende Polygon haben möchte. Ich meine, hier als Beispiel würde es zum Beispiel Sinn machen zu sagen, okay, ich brauche hier einen Punkt, ich brauche einen weiteren Punkt, der natürlich hier liegt und der Punkt soll natürlich verschoben werden, also mit den 4 Pfeilen hier und dann ziehen wir den einmal hier hin. So. Und damit haben Sie dann tatsächlich die Möglichkeit, die flächenhaften Werkzeuge direkt richtig zu platzieren und haben nicht das Problem, dass Sie angefangen haben, haben sich irgendwo verklickt, haben es abgeschlossen und können es nicht mehr editieren. Soweit, so gut von meiner Seite. Ich würde dann direkt wieder an dich übergeben, Richard. Dankeschön. Hier hast du die Maus. Ja, da bewegt sie sich.
Gut, ja, jetzt zum Schluss möchte ich Ihnen ein bisschen noch was über die Registrierung erzählen, was wir dort gemacht haben. Ich würde mal anfangen damit, dass wir dass ich zeige, was wir für die featurebasierte Registrierung geändert haben. Ich öffne mal hier ein präpariertes Projekt. Und Sie sehen schon, es sieht ein bisschen anders aus, wenn Sie jetzt den Registrierungseditor öffnen. Also Sie haben ein Projekt importiert. Und dort haben wir N-Scans und Sie suchen dann die Kugeln oder Schachbrettmuster oder setzen Korrespondenzen. Die Frage ist immer, wie können Sie ja, die Fehler finden, die automatisch immer entstehen? Und in diesem Projekt haben wir mal beispielhaft 20 Scans und wir haben 1, 2, 3 Cluster. Und hier unten sehen Sie etwas ganz Neues. Das ist, hier ist eine Matrix dargestellt. Die ist symmetrisch, hier sind alle Scans jeweils aufgelistet und umrandet die jeweiligen Scans eines Clusters. So, wir haben hier in diesem Projekt haben wir schon alle Kugeln gesucht. Ja, und wenn ich beginne, dann haben die Kugeln individuellen Namen und natürlich suche ich dann die Konstellation, das heißt, ich versuche die alle zu verbinden. So, und das mache ich jetzt hier mal. Und diese Kugeln wurden tatsächlich nur reingefunden, ja, und haben jetzt keine manuell zugeordnet. So, jetzt sehen Sie unten in der Matrix, und ich müsste das mal ein bisschen größer machen, das kann ich auch, dass man das vielleicht besser erkennt. Ja, Sie sehen hier in der Matrix, sehen Sie die einzelnen Scans aufgelistet und Sie sehen hier, welche Cluster zusammengehören und Sie sehen auch zwischen den Clustern haben Sie sehr viele Verbindungen. Und ja, jeder Cluster ist natürlich am Ende wieder mit einem anderen Cluster über gewisse Scans verbunden. Und das sehen Sie jetzt hier sofort in dieser Matrix. Ja, also Sie sehen, dass der Cluster 1 mit dem Scan 2 über verschiedene Scans, also den Scan 10, 11, 12, jeweils verbunden ist mit dem Cluster 2. Oder dass Sie hier einen Keller haben, mit einer Kellerfalltür ist das in diesem Fall. Und dieser Scan ist oder dieser Cluster ist hier verbunden mit Scan 17. Ja, und so haben Sie hier, oder ja, 16 und 15 sogar. Und so haben Sie hier eine Verbindung. Also Sie sehen, welche mit welchem überlappt sind. Das ist die Qualitätsmatrix, die Ihnen eigentlich sagt, wie gut denn diese Verbindungen sind. Aber Sie möchten auch manchmal wissen, wie viele ja, Korrespondenzen ich eigentlich habe. Ja, dann klicken Sie hier rauf und dann sehen Sie, okay, jetzt gibt es hier ein paar zusätzliche Informationen. Und hier haben Sie zum Beispiel einen Scan, den Scan 18, der ist über den Scan 002 verbunden. Und hier ist ein zusätzliches Feature. Ja, also nur eins. So, und Sie sehen schon, wenn ich hier über diese einzelnen Felder gehe, dann steht da, okay, das ist von Scan 4 zu Scan 13. Oder hier von Scan 9 zu 13. Ich kann das ja einfach mal klicken, wenn ich das klicke. Dann sehen Sie oben, na, ah ja, das ist es schon. Jetzt habe ich doppelt gedrückt, das war nicht ganz so schlau. Okay. So, 16, 17. 17 wollen wir. Na, warum update ich den jetzt nicht? Hallo? Ah, da ist er. So. Ich habe jetzt immer 2 und 14 geöffnet. Sie sehen, dass Sie dann hier über diese Korrespondenzen die jeweiligen Scans öffnen können. Und Sie sehen jetzt hier unterschiedliche Farben. Wofür stehen die Farben? Also innerhalb eines Clusters, wenn Sie dort Korrespondenzen haben, dann sind die ganz normal lila. Wenn Sie aber Features haben, die zwischen zwei Clustern existieren, also ein und derselbe, das ein und derselbe, die ein und derselbe Kugel, ja, ist in zwei Clustern sichtbar. Und hat auch den gleichen Namen bekommen. Dann können Sie anhand alleine der Farbe sehen, okay, das ist ein Feature, was zwei Cluster miteinander kombiniert. Ja, und diese Informationen helfen Ihnen natürlich zu sehen, ja, wo habe ich denn überhaupt meine ja, Cluster-Verbindung ja, über die sogenannten Features. Ich kann das natürlich auch im erweiterten Importer sehen. Hier habe ich die Zielmarken. Ja, und da sehe ich, okay. In Blau, die werden verwendet, aber diese Verwendung ist nur innerhalb eines Clusters. Und wenn ich die jetzt hier so ja, braun habe,
oder orange, also so ein Durchschreiben ist orange, dann weiß ich, okay, das sind die Verbindungscluster, oder das sind die Verbindungskugeln, in diesem Fall S-Kugel, Sphäre, die diese Cluster miteinander verbindet. Man sieht die Legende ja auch ganz unten mit Clusterverknüpfung und verwendet links im erweiterten Importer. Ja, also hier unten haben Sie da auch eine Legende. Ja, und das hilft Ihnen wirklich bei der Feature-basierten Registrierung, die Fehler sofort zu finden. Ja, das ist sehr, sehr, sehr hilfreich. Gut, dann möchte ich auf eine wesentliche Neuerung eingehen. Ich öffne mal ein anderes Projekt. Und das ist das Rathaus. Ich habe das jetzt ja mal beispielhaft nur mit 5 Scans gemacht, dass das auch gut schnell zeigbar ist. Also wir haben hier Scan 12, 13, 14, 15. In diesen Scans haben wir Kugeln und Schachbrettmuster. Aber manchmal haben Sie das Problem, dass Sie gar keine Kugeln und Schachbrettmuster haben. Sie haben einfach später mal einen Scan hinzugefügt und die Kugeln existieren nicht mehr. Was möchten Sie machen? Sie möchten den Scan natürlich irgendwie anhängen. Bisher haben Sie das gemacht, indem Sie die Scans einfach mit natürlichen Features verbunden haben. Aber natürliche Features sind manchmal schwer zu finden. Sie sind ungenau, sie brauchen mehrere und da muss man immer genau klicken. Und das ist vielleicht nicht das probateste Mittel. So, ich öffne mal Scan 15 und 16. Also Sie sehen, ich habe jetzt hier unten da reingeklickt und der 16er ist noch gar nicht angehängt. So, also Sie sehen jetzt hier auch bei den Scans, okay, also Scan 16, ja, hat 0 Merkmale und 0 Ebenen. Was Sie jetzt machen können, ist, Sie können in den Scans Ebenen finden. So, eine Ebenenfindung setzt voraus, okay, wir haben erstmal Ebenen und ich möchte registrieren mit Ebenen. Und was ich jetzt mal mache, ist, ich mache mal Ebenenkorrespondenzen. Und die Ebenenkorrespondenzen, da gibt es dann das Werkzeug, Ebene. Ja. Das ist jetzt hier in der Schnellstartleiste aktiviert. Noch ein Hinweis dazu, wenn Sie übrigens alle wieder haben wollen, das können Sie immer in den Settings, also wenn Sie alle die alte Ansicht haben wollen, in den Settings wiederherstellen. So, jetzt mache ich das mal ein bisschen kleiner, damit uns das nicht stört. So, ups, das zu. Und was ich jetzt mache, ist, ich habe jetzt diese 2 Scans. Und ich suche mir Ebenenkorrespondenzen. So, ich kann jetzt natürlich die Ebene als Polygon klicken, so wie du das auch aus anderen Software-Systemen kennst. Aber wir wollen das eigentlich wesentlich automatisch machen. Ich drücke jetzt mal die Alt-Taste und die halte ich gedrückt und klicke hier in dem Scan hier irgendwo auf eine Wand, auf diese Ebene. Ja. Und dann sehen Sie hier oben, er prozessiert irgendwas. Ja. Und was er jetzt macht, ist, er baut jetzt erstmal im Hintergrund eine Ebenenrepräsentation auf oder eine Vorrepräsentation und sucht eine Ebene und möglichst viele, viele Punkte, die zu einer guten Ebene gehören. Und daraus macht er ein Umringspolygon und vereinfacht das noch ein bisschen. Und Sie sehen jetzt hier, diese Ebene hat jetzt die Bezeichnung A1206 bekommen. Und ich drücke jetzt im zweiten Scan dieselbe Ebene. Und wieder auch mit der Alt-Taste. Wieder mit der Alt-Taste. Danke, Martin. Und er macht wieder für diesen Scan auch diese Vorberechnung. Und Sie sehen, weil ich das beides mal mit der Alt-Taste gedrückt habe, kriegt er gleich den gleichen Namen. Und wenn ich das mit der Alt-Taste mache, dann sage ich oder erzwinge ich, dass diese beiden eigentlich die gleichen sind. Ja? Wenn Sie das in erweiterten Importer gucken und hier unten sehen die Flächen, die Ebenen, dann sehen Sie auch, okay, ich habe hier jetzt 2 Ebenen drin, ja, in Scan 16 oder 15 und 16 und die sind als manuell gesetzt. So, was brauche ich denn für die Registrierung? Ja, also machen wir mal weiter, nämlich die nächste Ebene. So, dauert eine Sekunde, da ist sie. Und Alt gedrückt, das müsste dir sein. Mal sehen, was wir da kriegen. Da kriegen wir auch eine. Und ich nehme noch eine dritte Ebene. Und da nehme ich am besten den Boden. Klick und klick. Und die nächste, diese Ebene ist natürlich relativ groß, dauert das ein klein bisschen länger. Was ganz wichtig ist, wenn Sie eine Ebenenregistrierung machen, A, wenn Sie 3 Ebenen nur verwenden oder N Ebenen, die Ebenen dürfen nicht, mathematisch heißt das coplanar, also parallel sein. Sie müssen irgendwie
am besten im rechten Winkel zu stehen. Und deswegen die Grundebene oder die Bodenebene oder die Deckenebene, aber in diesem Fall haben wir hier oben so Paneele, das ist ein bisschen schwierig. Die Grundebene ist gut und zwei Wände. So, jetzt haben wir drei Ebenen. Was machen wir? Wir gehen hier wieder in die Registrierung. Ja. Ja, so. Und sage, okay, ich suche die Konstellation. So, und was Sie jetzt sehen ist, die werden blau. Das heißt, die wurden jetzt für die Registrierung verwendet. Und ich kann das Ganze jetzt einfach abschließen. Gut, kurz dazu. Wenn Sie verschiedene Cluster zusammenfügen, dann wissen Sie, dass Sie erstmal die Cluster in einer Gruppe zusammenfügen und dann werden die Cluster zusammengefügt. Bei der featurebasierten Registrierung hört er dann irgendwann auf und sagt, naja, ja, danke Martin, mach mal bitte die Ebene wieder her. Er hört dann irgendwann auf und sagt, okay, ich kann nicht mehr zusammenfügen, die Unsicherheiten werden zu groß. Was wir dann machen, ist, dass wir diese Gruppen in sich ausgleichen, schon verbessern und dann weitermachen mit dem Zusammenführen. Das erhöht massiv die Wahrscheinlichkeit, dass wir die richtigen Konfigurationen finden und dass wir bei solchen Projekten mit der featurebasierten Registrierung deutlich schneller sind. Ja, das Finden der Verbindung zwischen den Gruppen bzw. Clustern geht deutlich schneller. Um Ihnen mal eine Geschwindigkeit zu nennen, wie schnell wir hier gerade diese Ebenen finden, das sind jetzt gerade ein Viertel Scans von Faro, sprich wir haben 10.000 mal ungefähr 5.000 Zeilen und Spalten im Panorama, was ja normalerweise so eine Standardeinheit ist, wenn man draußen misst. Ich meine, hier in einem Gebäude geht man ja normalerweise auf ein Fünftel oder ein Achtel, je nachdem wie groß die Räume sind, aber es funktioniert ja definitiv gut. Nicht langsam. So, ich übernehme nochmal wieder kurz die Maus. Ja. Wenn Sie eine featurebasierte Registrierung fertig haben, suche Konstellation, ja, klick, ja. Dann sehen Sie hier natürlich die sogenannten Residuen, also die Abweichung der Punkte und Sie sehen hier, Sie sind hier im Millimeterbereich von den Targets als auch den Spheres und hier unten bei den Flächen sehen Sie, wie die Flächennormalen voneinander abweichen. Das ist ein Winkel in Grad, also Flächen sind für eine Registrierung sehr, sehr stabil. Wenn Sie das fertig haben, können Sie sagen, okay, ich habe meine Registrierung grob fertig gemacht, auch mit natürlichen Features. Und ich extrahiere jetzt bitte aus allen Scans die Ebenen und ordne die automatisch zu. Ja, er guckt natürlich, in welchen Scans Ebenen drin sind und schon Ebenen drin sind und die benutzt er erstmal nicht. Wir suchen jetzt hier automatisch in den Scans und mit 14 sind wir gleich durch. Wir können ihn ja schon mal aufmachen. So, und gleich kommen die Ebenen dazu. Okay, okay, ich mache das mal ein bisschen größer. Das schieben wir mal zur Seite. So, und jetzt sehen Sie, dass wir hier alle möglichen Ebenen automatisch gefunden haben. Wir können Ihnen auch zeigen, wie das grob funktioniert. Ja, wir können hier die sogenannten Superpixel berechnen. Das sind also so kleine Patchlets oder Ebenen. Und Moment mal, wo sind die? Den Features ausnehmen. Gut. So sieht das dann so ein Bild aus. Ja, und da sehen Sie jetzt hier farblich schon die ganzen verschiedenen Ebenen, also eine Decke, den Boden. Hier ist übrigens der 190-Grad-Schnitt. Ja, da haben wir also diesen Überlappungsbereich und wir extrahieren dann die Ebenen vollautomatisch nach einer gewissen Größe natürlich. Ja, also ganz kleine Ebenen wollen wir gar nicht haben. Das können Sie natürlich auch einstellen. So, wenn wir mit allen durch sind und wir haben die relativen Orientierung, dann machen wir eine automatische Zuordnung der Ebenen. Das heißt, ich nehme zwei Scans, die überlappt sind, und sage, okay, ich kenne ja die Orientierung allgemein und sage, bitte die Ebene mal zuordnen und die dann in der Ausgleichung erzwingen lassen. Und das führt dazu, dass Ihr Ausgleichungserlebnis deutlich besser wird, insbesondere wenn Sie sehr schwache Konfigurationen mit den Features haben. Ja, da kommen wir nämlich zu einem kleinen Punkt,
Der bei uns in der vollautomatischen Registrierung noch fehlte, dieses Zuordnen zwischen zwei Scans, welcher Scan mit welchem oder welche Plane zu welcher Plane gehört, ist noch bei uns ein bisschen instabil. Wir arbeiten daran, das ist so das kleinste, das letzte Puzzleteil, was wir brauchen, um zu sagen, okay, diese beiden sind überlappt, ich gehe auf Autosuche, ordne die zu und das war's. Ja. Wir werden das so schnell wie möglich noch nachreichen. Wir haben viel, viel darüber nachgedacht, wie man das ordentlich macht, aber es war uns noch nicht gut genug. Also es funktioniert in gewissen Teilen, aber es gibt auch Kombinationen, wo es nicht funktioniert und da sind wir noch nicht gut genug. Und das wollen wir Ihnen noch nicht, dann noch nicht übergeben. Aber das reichen wir bald nach. Gut. Ja, jetzt So. hat er die Ebenen in den verschiedenen Das Scans war's. gefunden. Und dann könnten wir natürlich jetzt die Registrierung abschließen, indem wir einfach wieder auf diesen Button klicken, weil wir ja schon die relativen Orientierungen haben. Und dadurch wird die Registrierung dann tatsächlich verbessert und eben die Standardansichten werden berechnet. Damit kommen wir tatsächlich dann auch schon eigentlich zum Schluss. Das waren jetzt so die ausgewählten Sachen, die wir Ihnen zeigen wollten. Und es waren jetzt, wie gesagt, die größten Sachen, die wir gezeigt haben, bei weitem nicht allen. Wir haben hier mal noch ein paar aufgelistet. Die Elemente in Panoramen werden gespeichert. Sprich, Sie können jetzt 3D-Punkte und Distanzen direkt im Panorama speichern, also anlegen und dort speichern. Riegeldateien, RSP-Dateien werden jetzt mit Panoramen importiert, sodass Sie diese auch komplett sehen und sich anschauen können, wenn Sie einen Riegel-Scanner haben. Wir haben den ATEC-Scan-File-Import hinzugefügt. Das heißt, ATEC-Dateien können Sie direkt hinzufügen, auch mit hoher Präzision. Wir haben dafür einen extra Projekttypen angelegt in PointCap. Wenn Sie Elemente exportieren, werden die Spacewarp-Elemente auch mit exportiert und Sie können sich diese dreidimensional richtig anschauen in Ihrem CAD-System. Sie können Alignments, also Ausrichtungen zwischen Projekten teilen, diese weitergeben und das andere Projekt genauso ausrichten wie das erste Projekt. Was Sie schon gesehen haben, ist, dass wir die 3D-Punkte und die Vektorlinien farblich markiert haben. Sie können Textelemente und Distanzen jetzt bewegen. Und all das sehen Sie tatsächlich hier in unserem Changelog und können sich dort hier anschauen, was dort mit der 4.0 dazugekommen ist. Einfach auf PointCap unter Aktuelles Versionsübersicht und dort sehen Sie dann all die neuen Features aufgelistet, klar und verständlich. Und damit würde ich das Schlusswort an Nicole übergeben. Einen kleinen Zusatz habe ich noch. Gut. Natürlich, weil wir unsere Projektstruktur geändert haben, wird Ihnen auch das Revit-Plugin oder wir haben eine neue Version des Revit-Plugins gemacht, was dann kompatibel ist mit der 4.0. Und das wird Ihnen mit dem Update auch zur Verfügung stehen. So, jetzt, Nicole. Okay, gut. Dankeschön. Ja, dann möchte ich euch zwei auch nochmal danken und allen Zuschauern. Wir sind jetzt ein bisschen drüber gewesen, aber ich sehe, die meisten sind noch da. Also es war dann wohl doch sehr von Interesse und ich hoffe auch, dass jetzt der eine oder andere direkt Lust bekommen hat zu updaten. Wie gesagt, nächste Woche gibt es das Update dann für Sie. Dann können Sie sich das runterladen. Und bevor wir uns jetzt noch komplett verabschieden, möchte ich Sie noch darauf hinweisen, dass unsere Webinarserie, das ist ja jetzt auch ein Teil dieser Serie, noch bis Juni weiterläuft und dann auch noch viele spannende Themen zu bieten hat. Wir konnten jetzt zum Beispiel unter anderem noch ein Panel zusammenstellen mit den CTOs von Cloud Compare, Edgewise und Survey Control Center. An diesem Panel wird auch Herr Steffen wieder teilnehmen. Und dort werden wir uns darüber unterhalten, wo denn die Zukunft im Bereich Laserscanning-Software hingeht. Natürlich finden Sie die Anmeldung wie gewohnt wieder auf unserer Website. Ja, und in diesem Sinne hoffe ich, dass wir uns bald wiedersehen. Und dann sage ich einfach bis zum nächsten Mal. Tschüss. Dankeschön. Tschüss. PointCab. All point clouds, one software.